Salü, liebe Freunde der Bibel, im heiligen Evangelium nach Matthäus hören wir etwas über das Wunder der Brotvermehrung. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er: Bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Hier in der Bibelstelle ist zu erkennen, dass Jesus sehr traurig war, da Johannes enthauptet worden war. Und er ging in eine einsame Gegend, um alleine zu sein. Die Leute hörten davon und sie hatten Sehnsucht nach ihm. Einige davon waren krank und Jesus hatte Mitleid mit ihnen. Es war nicht so wie heute, dass man um die Ecke gehen konnte zu einem Zahnarzt oder Hautarzt oder schnell mal in ein Krankenhaus sich einliefern lassen konnte, um sich operieren zu lassen. Sie wussten, dass Jesus heilen kann. Dieser Ort, an dem sie waren, war sehr abgelegen. Und es war schon spät. Dann sagten sie zu Jesus: Schick doch die Menschen weg. Aber Jesus sagte ihnen, dass sie nicht wegzugehen brauchten, mit der Aufforderung, dass sie doch ihnen zu essen geben sollen. Warum sagt er das? Sie können ihnen doch nicht zu essen geben. Vielleicht war das eine Aufforderung auch dazu, dass sie an ihn glauben sollen. Insgeheim haben sie gehofft, dass er ein Wunder tut. Also er setzte voraus, dass sie diesen Glauben haben, dass auch er ihnen etwas zu essen geben kann. Sie hatten nur 5 Brote und 2 Fische bei sich. Jesus brach die Brote und gab sie den Jüngern. Er hatte Gott darum gebeten, dieses Wunder zu vollbringen. Die Jünger waren überglücklich.
dass sie den anderen etwas zu essen geben konnten. Aber am Ende haben sie doch auch gehofft, das Wort aus Jesus Mund zu hören. Vielleicht ein Gleichnis. Das war es sicher auch, dass sie Jesus gefolgt sind, um seine Worte zu hören. Es waren sehr viele Männer und auch Frauen und Kinder dabei. Und Jesus hat dieses wunderbare Wunder vollbracht. Amen.